Tag. Es ist kalt. Guten Tag. Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Bundesliga-Heimspiel am Freitagabend gegen den SC Paderborn. Ich begrüße auch unseren Trainer recht herzlich. Ich habe am Anfang eine nicht so schöne Nachricht, eine schlechte ehrlich gesagt. Thomas Delaney hat sich verletzt, das haben Sie alles mitgekriegt. Er hat sich Bänder im rechten Sprunggelenk gerissen und wird uns leider erst im Januar wieder zur Verfügung stehen. Das zur Verletzungssituation. Nun Ihre Fragen bitte. Tobias Jören. Ja, gerne. Herr Favre, hallo, da mache ich mit dem Personal weiter. Marco Reus konnte ja in München nur 30 Minuten spielen und ist jetzt, glaube ich, wieder ins Training eingestiegen. Wie sieht es bei ihm für Freitag gegen Paderborn aus? Und Nico Schulz hat zumindest bei der Nationalmannschaft jetzt das zweite Spiel auch noch auf der Bank gesessen wegen leichter Knieprobleme. Wie ist da der Stand? Für Marco Reus, er hat die Einheiten gemacht, die ganze Woche. Und es ist okay. Für Nico Schulz, ich weiß noch nicht. Sonst? Nein, Spieler kommen nach und nach ja jetzt wieder. Wir haben noch keine Informationen von den Ärzten bekommen. Ich habe noch nicht alle Spieler gesehen, die kommen später. Wie gesagt, nur die Information zu Thomas Delaney, die ist durch Bilder jetzt einfach schon erhärtet worden, weil er nach Hause gekommen ist und da ist es der Januar. Ja. Marian Laske, bitte. Herr Favre, Sie hatten jetzt ein wenig Zeit nach der 0-4 Niederlage in München. Haben Sie nochmal darüber nachgedacht? Vermutlich schon. Woran lag es und was muss jetzt besser werden? Natürlich, es ist dieses Spiel war schwer zu verdauen. Aber jetzt es ist es verdauert und wir schauen nach vorne. Und schon vor 10 Tagen und nach vorne. Nächstes Spiel. Es sind viele Sachen, natürlich, aber ich will nicht mehr darüber sprechen. Aber was muss Ihre Mannschaft jetzt besser machen in diesem Fall? Ja, viele Sachen müssen wir besser machen nach diesem Spiel. Aber ich will nicht mehr. Es ist 10 Tage, es war schwer, die Analyse zu machen. Es war schwer, das zu verdauern. Es hat gedauert. Klar, aber jetzt nach vorne schauen. Nach vorne schauen, fertig. Tobias Jöhre, das ist die beste Lösung. Trotzdem die Anschlussfrage, weil Sie ja gerade gesagt haben, dass die Spieler jetzt auch erst nach und nach wieder zurück nach Dortmund kehren. Ja. Heißt das denn, wenn Sie da nicht mehr drüber sprechen müssen, dass Sie das intern dann auch jetzt einfach gut sein lassen, das Spiel, oder muss die Analyse mit der Mannschaft trotzdem noch stattfinden? Nein, wir haben schon das gemacht die letzte Woche mit den anderen, die da waren und so, und wir werden das individuell auch machen, aber nicht zu viel. Das muss, ob es schwer ist, man muss das vergessen. Oliver Müller. Es wurde ja gesprochen über die Situation auch von intern Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, Matthias Sammer. Ist das dann so, dass in dieser Runde auch mit Ihnen gesprochen wird oder dann anschließend mit Ihnen gesprochen wird? Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe vor 2 Tagen mit Michael gesprochen. Er war am Trainingsgelände. Vorgestern war es. Aber es war kurz. So. Sonst. Ist ja ein täglicher Austausch. Ja. Deswegen. Ja. Ja. Gibt es weitere Fragen? Bitte schön, wir gehen zum Radio. Radio 91.2, Matthias Scherf. Gerne. Jetzt geht es gegen Paderborn. Die sind Tabellenletzte. Das klingt nach einer leichteren Pflichtaufgabe zu Hause. Klingt erstmal so. Aber was muss Ihre Mannschaft liefern in diesem Spiel, damit man mit diesem Gegner auch am Ende keine Probleme hat? Ja, wir müssen schon Respekt haben, aber das ist klar, gegen Paderborn, wir wissen, was wir machen müssen. Als da wäre, wie muss die Mannschaft auftreten? Ja,
Wir wollen unbedingt dieses Spiel gewinnen. Wir haben Respekt vor allen Mannschaften. Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, das ist klar. Keine weiteren Fragen mehr? Doch, Tobias, Jürgen. Frage zu der Ansetzung des Spiels am Freitagabend. Bedeutet für Sie noch einen Tag weniger Zeit mit der Mannschaft, weil ja jetzt so viele unterwegs waren? Hadern Sie so ein bisschen mit dem Freitagabendtermin? Hätten Sie lieber erst am Samstag oder am Sonntag gespielt? Ja, aber das ist so. Heutzutage das Programm ist so, das ist klar, die Spieler kommen sehr, sehr spät. Noch, aber sie werden da heute Nachmittag, ein wenig später, für ein paar Spiele, 18 Uhr, 19 Uhr, so, aber das ist so heutzutage, es gibt immer ein Spiel, auch nach der Nationalmannschaft, Sarah, es ist immer ein Freitagsspiel. Ja, das ist so. Es gibt ja Mannschaften mit weniger Nationalspielern als Borussia Dortmund. Ja, aber es gibt sowieso für viele Mannschaften, also wann kommen die Spieler zurück und ja, es ist seit Jahren ist es so. Wir sind gewöhnt daran. Anne van Eickels. Sie haben gerade schon gesagt, das Bayern-Spiel müssen wir vergessen, abhaken, nach vorne schauen. Haben Sie das Gefühl, dass die Spieler den Kopf frei haben für das Spiel am Freitag und auch die intensiven Wochen danach? Man muss. Man muss das und man muss, klar, sie kommen heute, ein Teil sind, sie kommen heute später, zwei sind gestern gekommen und man hat noch 8 Spiele bis Weihnachten und man muss sich auf diese Spiele konzentrieren. Wir haben 6 Meisterschaftsspiele und 2 Champions League-Spiele und es ist Dortmund noch nicht mehr die Nationalmannschaft im Kopf haben auch. Das ist wichtig. Tobias Jürgen. Nochmal, ich nehme an, Sie werden uns natürlich Ihre Startaufstellung noch nicht verraten, aber so vom Ansatz her sind Sie dann jetzt eher so der Typ Trainer, der nach so einer Klatsche wie in München den Spielern die Möglichkeit geben möchte, quasi zu zeigen, dass sie es besser können, oder muss da der ein oder andere vielleicht auch schon mit Konsequenzen rechnen und einen Denkzettel befürchten? Ja, warum nicht? Also es ist eine Idee, so, aber es wird wahrscheinlich nicht der Fall, weil so sind sehr spät, ein Teil kommen sehr, sehr spät, sie haben gespielt sehr spät auch und ja, klar zu sprechen jetzt ist unmöglich. Jesko von Eichmann. Ja, meine Frage geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Wäre das vielleicht mal so ein Spiel, wo ein Matteo Morey zum Beispiel sich mal zeigen könnte auf der Rechtsverteidigerposition? Wir vergessen natürlich nicht Matteo Morey, aber er ist hier gekommen nach 6 Monaten Verletzung. Schon, er hat nicht gespielt so und er hat nicht viel Spielpraxis gehabt. Er hat endlich ein Spiel gemacht mit der U23, 90 Minuten gespielt. Vorher hat nur 45 oder 60 Minuten gemacht. Aber klar, für die Zukunft ist er sicher eine Spieler mit ein Potenzial und mit Perspektive. Matthias Schärf. Ich versuche es auch nochmal. Die Fans waren auch sehr enttäuscht nach dieser Niederlage in München. Was erwarten Sie von der Kulisse am Freitag? Erwarten Sie eine sehr kritische Haltung der Fans, möglicherweise auch mit Auswirkungen auf die Mannschaft? Oder mit welchen Erwartungen gehen Sie da rein? Ich denke nicht. Ich habe schon darüber gesprochen, wir haben schlecht gespielt, das ist klar. Und da war noch ein wenig bei Inter, finde ich. Und nicht alle, aber das kann passieren. Und deshalb sage ich, müssen nach vorne schauen. Und wir haben noch 8 Spiele und weiter Spiel für Spiel nehmen, aber Gas geben. Gas geben. Gibt es noch Journalisten, die Gas geben wollen mit der einen oder anderen Frage? Dann sehr gern. Oliver Müller, bitte.
München hatte ihre Mannschaft ja Probleme auch mit dem sehr aggressiven frühen Stören durch den FC Bayern München. Glauben Sie, dass das eine gesonderte Situation da war oder dass das grundsätzlich ein Problem ist, was Ihre Mannschaft in dieser Saison hat, wenn der Gegner besonders aggressiv früh drauf geht, dass das zu Fehlern führt? Wie kann man das vielleicht beheben? Ja, ich kann nicht zu viel darüber sprechen, weil ich habe schon am Anfang gesagt, ich will nicht mehr darüber sprechen. Klar, aber Bayern hat auch gekontert. Wir haben Bälle verloren und sie haben gekontert. Das vergessen wir. Zwei erste Tor sind so, ein drittes Tor ist ein langen Ball vom Torhüter, Verlängerung und so auch. Aber ich will nicht mehr darüber sprechen. Wir wissen, was wir besser machen und wir werden das schaffen. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Sage vielen Dank und dann sehen wir uns wieder am Freitagabend im Signal Iduna Park. Bis dann. Tschüss. Merci. Hat uns übrigens gesagt, das wäre Kaffee dran. Das war kein Kaffee. Und ist Richard Kaffee drin? Ja. Tschüss.